Herzlich willkommen zum vierten Teil der zwölfteiligen Serie, die zwölf größten Fehler beim Zeitmanagement. Es geht heute um den Zeitkrebs. Meine ich jetzt das Tier oder meine ich ja den Krebs im Körper mit der Metapher? Es geht hier tatsächlich um den Krebs im Körper. Wenn du eine Zelle hast, die sich vergrößert und vermehrt, aber keine Funktion hat oder andere Funktion einnimmt, dann spricht der Arzt vom Krebs. Mit der Gefahr natürlich, dass alle anderen sinnvollen Organe irgendwann beschädigt werden und der Körper dann stirbt. Und das Gleiche, das kann auch in deinem Zeitmanagementsystem passieren. Es kann also sein, dass du dir eine neue Gewohnheit, eine neue Vorliebe, ein neues Computerspiel, eine neue Fangemeinschaft deiner Lieblingsfußball- oder Handballmannschaft einfängst wie ein Hund eine Zecke im Wald. Das Problem ist dann, dass solche Dinge geeignet sein können, dir jeden Tag verstärkt Zeit zu rauben. Sprich, am Anfang vielleicht mit einer halben Stunde, dann eine Stunde, dann vielleicht zwei Stunden. Irgendwann hast du 3, 4, 5, 6, 7 Stunden am Tag hier eine Zeitgewohnheit eingefangen, die dir die Zeit raubt. Mir ist ein guter Freund bekannt, der angefangen hat, Netflix zu gucken. Er kam um 18 Uhr nach Hause und hat bis um 12 Uhr nachts Netflix geguckt. Werktags. Am Wochenende hat er sogar das gesamte Wochenende von morgens 10 bis nachts um 1 Netflix geschaut. Es ist natürlich klar, dass du als Unternehmer mit dieser Art von Zeitkrebs wenig erreichen wirst. Nicht nur deine Gesundheit leidet, deine Beziehung leidet, deine Weiterentwicklung leidet, letztendlich deine geschäftlichen Beziehungen leiden, neben den privaten auch noch. Du wirst also weniger neue Geschäfte anbahnen, du wirst generell unzufriedener sein und je dicker du wirst, desto unattraktiver erscheinst du auch für andere. Das bedeutet also, du bist eingeladen, selbst dich immer wieder zu überprüfen, ob du dir einen Zeitkrebs genauso eingefangen hast in dein Zeitmanagement, in deinen Terminkalender, wie es auch der menschliche Körper machen kann, wenn sich bestimmte Geschwüre, Melanome entwickeln oder sogar schon eine Metastase machen und deine gesamte Woche infiziert haben. Das Dumme ist, dass viele Menschen gerade aus diesen Süchten oder meinen Idol oder ich habe einen neuen Film oder ich muss eine Serie zu Ende gucken bei Netflix und Co. gerade die guten Gefühle herausziehen. Du kommst also aus diesen Zeitkrebsen, aus diesen Süchten oder Abhängigkeiten nicht wirklich heraus, wenn du dir Gedanken machst, wie du alternativ dir gute Gefühle beschaffen kannst. Hier kann es hilfreich sein, dass du dich entweder mit einem Coach zusammensetzt, guten Freund oder vielleicht sogar mit einem Therapeuten. Aber denke nochmal dran, dass du genauso viel Zeit hast wie Bill Gates, Elon Musk und andere Menschen. Das ist gleich. Aber die entscheidende Frage ist nicht, ob du mehr Zeit bekommst in deinen Tag, sondern indem du lernst, deine Zeit zu beschützen und nicht nur von anderen Menschen, die dir irgendwas aufhalsen wollen, sondern vor allen Dingen vor dir selbst, wo du dir einen Zeitkrebs anfängst und dann Fußballfan beispielsweise wirst und die Weltmeisterschaft und die Europameisterschaft guckst und die Leute persönlich besuchst und in die andere Stadt fährst. Das kostet viel Zeit, genauso viel Zeit, als wenn du Tage und Nächte lang am Computer durchzockst. Entscheidend ist also, wie du deine 24 Stunden schützt, dahingehend, dass du deine Ziele erreichst und die wichtigen Beziehungen und deine Gesundheit erhältst. Gerne bist du eingeladen, auch hier bei uns in der X-Group ein kostenfreies Erstgespräch zu vereinbaren, wenn du merkst, dass du dir Zeitkrebs eingefangen hast oder die anderen Themen dort umsetzen willst. Ansonsten bist du eingeladen, morgen wieder dabei zu sein beim fünften Thema von der Serie, die 12 größten Fehler beim Zeitmanagement.